Für den Auktionslauf am 12. April möchten wir euch heute einen weiteren Teil der Online-Plattform Auktion Mitteldeutschland vorstellen. In dieser Folge geht es um spannende Werkzeuge und Baumaterialien durch eine Firmenauflösung. Hier sind zwei Rollgerüste in allen möglichen Durchmessern. Sehr leistungsfähige sogenannte Greifzüge. Es ist ein Zwangsmischer. Einsatzfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge, Ausrüstung, Technik und jede Menge Zubehör. Willkommen bei Auktion Mitteldeutschland. Herzlich willkommen zu unserem neuen Format. Heute besteigen wir mal ganz besonders mit was ganz Neuem nochmal hier ein, denn wir sind heute beim Ronald. Der Ronald löst seine Firma auf und wir haben hier ganz viele interessante, spannende Dinge, die vielleicht den einen oder anderen interessieren können, aber der Ronald wird uns das alles gleich noch näher erzählen, was die Firma gemacht hat und so weiter. Und da sind wir jetzt mal gespannt, was der Ronald uns zu erzählen hat. Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Ronald Bezold. Ich bin Geschäftsführer von der Firma Bezold plus Mark. Wir waren hier am Standort sehr erfolgreich 17 Jahre. Die letzten Mitarbeiter sind allerdings jetzt gekündigt. Wir haben noch einige Baustellen fertig zu machen. Es wird definitiv jetzt im Frühjahr bzw. im Frühsommer wird die Firma im Prinzip geschlossen. Wir waren tätig, sehr erfolgreich die letzten 17 Jahre hier in der Denkmalpflege. Und zwar dort in der Steinrestaurierung und auch statischen Sicherung von Türmen und Burgen und Stützwänden. Und natürlich auch mit Unterfangungen, Verpressungen, aber auch im normalen Baugeschehen. Also wir haben natürlich auch mit Beton gearbeitet, mit Ziegeln, nicht nur mit Naturstein. Und wir haben hier einige Spezialmaschinen, aber auch allgemeine Maschinen und Zubehör für den gesamten Baubedarf. Jetzt fangen wir mal an mit dem ersten Zubehör. Das ist eine Baustellentreppe. Das heißt, wenn man zum Beispiel von Etage zu Etage kommen möchte, das ist ganz einfach zu machen. Man braucht als Wangen zwei Kanthölzer und auf diese Kanthölzer werden dann diese einzelnen Brettstufen aufgenagelt und man kann sich das natürlich auch ein bisschen vom Steigungsverhältnis dann, je nachdem, wie weit man die auseinander macht, kann man einstellen. Das sind hier 35 Stück, 35 Stufen. Man kann das sowohl im Gebäude verwenden, von Etage zu Etage, aber natürlich auch im Gelände bei Baugruben, die steil abstürzen. Also wenn man in eine Baugrube runter muss, ist das natürlich genauso reinzustellen. Und das ist also eine sehr gute Sache, um Höhendifferenzen günstig und billig und schnell zu überwinden. Wir haben hier insgesamt 35 Steigungen. Das heißt, damit kann man eine normale Geschosshöhe, sind ja immer so 15 bis 17 Steigungen. Also hier kommt man schon so 5-6 Meter hoch, Höhenunterschied. Entweder natürlich nicht am Stück, aber zweimal 3 Meter, sowas kann man damit ganz locker machen. Oder natürlich geht es auch am Stück, geht es natürlich auch zu überwinden. Und weil der Arbeitsschutz immer groß geschrieben wird, hat man natürlich dann auch so eine Art Geländer, ein Handlauf mit Geländer. Das noch zur Ergänzung. Also hier haben wir eine Maschine zur maschinellen Verfugung von Mauerwerk jeder Art. Das heißt, der Mörtel, das Mörtelinjektionsgut wird hier in den Trichter eingefüllt und wird dann über den Verfüllschlauch über verschiedene Düsen dann in die Fuge eingegeben. Es geht sowohl bei Ziegel als auch bei Naturstein. Eine kleine innovative Maschine kann man da auch mit aufs Gerüst nehmen. Fugeninjektion, Tiefenverfugung und aber auch Deckverfugung. So, jetzt kommen wir zum nächsten Gerät. Das ist ein Bleikocher. In dem Bleikocher wird Blei, wie man schon sagt, verflüssigt. Man kann das aus Altblei machen, also von alten Dachabdeckungen, wie wir zum Beispiel hier sehen. Altes Blei, altes Walzblei kommt hier rein, wird hier erhitzt mit Gas, wird erhitzt und dann hat man einen Schöpflöffel, kann damit auch Fugen ausgießen, man kann Geländerpfosten mit einbleien. Es ist vorwiegend in der Denkmalpflege, bei Blei ist absolut beständig. Und das ist das Walzblei zum Verflüssigen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Möglichkeit, Fugen durch Verstemmen mit Blei zu verschließen. Das heißt, man hat hier wie so ein lamettaartige Bleiwolle, nennt sich das.
die wird gedreht, wird in sich verdreht und wird dann mit einem Kupfermeißel, in Fugen eingestemmt. Ist absolut haltbar, ist das Beste, was es gibt für eine Fuge, vor allen Dingen Abdeckung von Stützwänden und so weiter, aber auch sämtliche Anschlüsse, wo man Eisenteile oder irgendwas in Stein oder im Ziegel dann fest einbringt, haben wir jetzt hier in verschiedenen Feinheiten. Das ist, wie gesagt, gespannte Bleiwolle. Und je nachdem, nach Fugendimension, nimmt man dann die feinere Variante oder das etwas grobere. Es ist ein Zwangsmischer. Der hat also ein innenliegendes Rührwerk. Hier kann man verschiedene Zementsuspensionen ganz fein, von einer feinen Konsistenz auch durchmischen. Das wird gebraucht vorwiegend für Injektionen, weil da darf es keine Verstopfer geben. Er hat den Vorteil, er geht hier natürlich, ist verstellbar, geht hoch und runter zu stellen. Und man kann dort natürlich dann auch mit einer Schubkarre, kann man drunter fahren, kann das dann weiter transportieren. Vorwiegend, wie gesagt, für Injektionsmittel. In einem Gespräch fragten wir Ronald, warum er seine Firma schließt und alle Werkzeuge verkauft. Die Antwort kam prompt: Aufträge gäbe es genug, er findet nur keine Mitarbeiter mehr. Haben 17 Jahre ein Flottenmanagement betrieben von der Firma Hildi. Das heißt, die Maschinen sind geleased. Aber natürlich haben wir im Laufe der Zeit jede Menge Zubehörteile für Campbohrsysteme oder auch für normalen Bohren, also zum Drehbohren dazugekauft. Hier sieht man Bohrkronen. Hier sieht man Bohrkronen in allen möglichen Durchmessern, zum Teil nagelneu, neu besetzt. Und wie gesagt, hier auch sehr deutlich zu sehen von Durchmesser 300 bis Durchmesser 20 mm, aber auch andere Bohrer, große Bohrer. Auch hier alles sortiert nach Durchmesser in verschiedenen Längen. Wäre es natürlich schon sinnvoll, dann hier auch sich das dann detailliert. Können jetzt hier nicht jedes einzelne Stück aufnehmen, aber wie gesagt, verschiedene Durchmesser, verschiedene Längen. Und als absolutes Highlight ein Schienensystem von Hildi auch. Hat man Schienen, die kann man zusammenstecken. Wir haben damit ein Gewölbe von unten, also in 3 Meter Höhe, ein Gewölbe durchbohrt mit den entsprechenden zum Einrichten genau, also zum Einjustieren und auch zum, im Prinzip läuft das ja auf dieser Schiene entlang hier mit den ganzen Adapterstücken. Ist alles einmal benutzt gewesen. Es ist im Prinzip in Neuzustand. Auch Rollgerüste hat Ronald mit in seinem Angebot. Hier sind 2 Rollgerüste von einer Laufbreite von 4 Meter und auch eine Standhöhe von ca. 4,5 Meter aus Aluminium im sehr guten Zustand. Hier haben wir eine Zange zum Anhängen an einen Bagger oder an ein Krangehänge, zum Versetzen von großen Werksteinen bis 700 Kilo und lässt sich Breiten verstellen, zieht sich dann zusammen, ne? Also vorwiegend für glatte Werksteine gedacht, ne? Oder auch für schwere, aber weniger für schwere Mauersteine, eigentlich für schwere Sandsteine. Hier haben wir einen Portalkran zum Versetzen von auch in der Regel von Werksteinen bis 1,5 Tonnen. Das heißt, man hat in ca. 3 Meter Höhe eine Schiene, eine 5 Meter lange Schiene, hat am linken und am rechten Ende einen Y-förmigen Bock und dann läuft auf einer Laufkatze, kann man dann, wie gesagt, über ein Gehänge bis zu 1,5 Tonnen eine Last anhängen, wird in der Regel eingesetzt von Steinmetzen halt dort, wo kein Gerät hinkommt, weil man kann das natürlich manuell überall hin transportieren. Dort, wo kein Gerät hinkommt, ist das eine wunderbare Sache zum Versetzen von schweren Werksteinen.
Selbstverständlich haben wir André, unseren Profi-Gabelstaplerfahrer, mit dabei. Hier eine weitere sehr wichtige Maschine für statische Ertüchtigungsarbeiten, zum Beispiel bei Stützmauern. Und zwar geht es hier um Verpressen von großen Hohlräumen oder auch um Verpressen von Strumpfankern zum Beispiel, von Bohrkanälen, wo man Stahlanker einbaut mit Strumpfankern, Hohlraumverpressung. Das heißt, was ich anfangs schon gezeigt hatte, der Zwangsmischer kann ja über diese Maschine dann angeordnet werden und dann geht das Injektionsgut direkt hier rein, geht dann hier rein in diesen Gitter, wird dann nochmal grob gefiltert und unten drinnen läuft dann die Welle letztendlich über den Verpressschlauch und am Ende von dem Verpressschlauch hat man dann ein Mundstück, wo dann hier direkt, gibt es natürlich viele verschiedene Arten, wo dann direkt auf die Verpresspacker dann aufgesetzt wird. Wenn man verpresst, muss man natürlich sehr sensibel sein für die entsprechenden Verpressdrücke. Da hat man hier das Manometer, wo man das auch abstimmen kann. Und jetzt vielleicht noch ein Blick ins Innenleben an diese Förderwelle, wo dann letztendlich der Injektionsmörtel drinne weiter transportiert wird zum Verpressschlauch mit Mundstück. Hier haben wir jetzt zwei Findlingszangen, eine in etwas leichtere Ausführung, das heißt Findlinge, unregelmäßige, sehr große Natursteine. Einmal die leichte Ausführung und als zweites auch zum Anhängen an den Kran. Also für ein Krangehänge geht sicherlich bis 2,5 Tonnen. Findling-Versetzzange. Hier haben wir noch eine große Steinsäge, ein Nassschneidgerät. Auf dieser kann man sehr große Werkstücke auf ein Schienensystem hier entlangfahren. Geeignet für sehr große und sehr schwere Werksteine. Wieder besetztes Sägeblatt. So, hier haben wir was Spezielles. Ein 200 Liter Fass, sogenannten Schaumbildner, wird gebraucht, um Mörtel aufzuschäumen. Um zum Beispiel einen Injektionsschaummörtel herzustellen. Das ist natürlich eher für die Kollegen in der Denkmalpflege, die mit Injektionsschaummörtel arbeiten. Zum Injektionsschaummörtel gehört immer Schaumbildner und Stabilisierer. Und hier haben wir das Modul Schaumbildner. Ist nahezu vollständig gefüllt. Also hier haben wir einen Raumcontainer. Darin waren gelagert frostempfindliche Materialien wie Festiger oder Reiniger. Wir haben den ganzen haben wir selbst neu verkleidet mit Wärmedämmung und noch mit Spanplatten als Schutz. Hat die Abmaße 2,20 Meter tief, 2 Meter hoch und 3 Meter breit. Hier haben wir einen sogenannten Durchlaufmischer für Fertigmörtel. Die Säcke kommen hier oben drauf, werden angeritzt. Das im Prinzip das Mörtelgut fällt dann hier runter in die Welle und wird gefördert. Also ein Durchlaufmischer für Fertigmörtel. Hier haben wir ein Strahlgerät zum Trockenstrahlen. Also wird nur mit ganz dezent Wasser angereichert. Partikelstrahlverfahren, das ist das Gerät an sich und das ist der Druckkessel dazu. Geht für verschiedene, für Schlacken, auch für Nussschalen, für verschiedene Strahlmittel einsetzbar. Zum Reinigen von Natursteinoberflächen oder Ziegeloberflächen oder auch Beton, eventuell auch Stahl. Das Ganze muss natürlich kombiniert werden mit einem sehr vernünftigen großen Kompressor als Erzeuger der Druckluft. Also hier die leichteste Ausführung einer Verpressmaschine, eine sogenannte Handhebel-Verpressmaschine, also rein mit manuell, auch ausgestattet mit Manometer und auch mit den ähnlichen Mundstücken dann natürlich für die Verpresspacker wie bei den größeren Verpress- und Injektionsmaschinen. Man kann hier auch nicht nur mineralisch, man kann hier auch Epoxidharzsysteme mit verpressen. Also hier sind zwei sehr leistungsfähige sogenannte Greifzüge, die gehen bis 3,2 Tonnen und das Zugseil mit Schägel ist 16 mm
Durchmesser, jedes Seil 20 Meter. Und auch im Außenbereich warten noch einige Schätze. Zum Finale gibt es noch Kranzubehör. Wir haben hier ein Betonsilo, möglicher Inhalt 750 Liter mit Anhängmöglichkeit. Krangehänge. Und des Weiteren eine Palettengabel, Tragfähigkeit 3 Tonnen, auch zum Anhängen an einen Kran. Und hier noch zwei Schuttkübel, also für Bauschutt oder auch für Erdstoff für den Kran zum Anhängen. Einmal mit 1000 Litern Inhalt möglich und daneben mit 750 Litern. Ihr seht also, viele tolle Schätze erwarten euch bei der nächsten Online-Aktion am 12. April. Einfach anmelden und dabei sein. Herzlichen Dank für den super Support und bis zur nächsten Folge. Es sind jetzt eine Stunde, soll es heute regnen. So, herzlich willkommen zu unserem neuen... Ach, scheiße. Herzlich willkommen zu unserem... So eine Scheiße.